War es Mord oder ein tragisches Unglück? Diese Frage müssen nun Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Wohnhausbrand im Bergischen Land in der Nähe von Wuppertal klären. Die Feuerwehr entdeckte 5 Leichen nach den Löscharbeiten. Warum das Feuer ausbrach und sich keines der Opfer retten konnte, ist noch ungeklärt. Dagmar Böning berichtet. Gestern am frühen Abend geht ein Notruf bei der Feuerwehr ein, dass ein Wohnhaus brennt. Bereits kurze Zeit später sind die Einsatzkräfte am Haus. Bei den Löscharbeiten stoßen sie auf 5 Leichen. Neben den Eltern soll es sich bei den Toten um 2 kleine Kinder und der Großmutter der Familie handeln. Eine Person soll sich gerettet haben. Im Moment können wir sagen, dass wir gegen 17.05 Uhr verständigt worden sind von der Feuerwehr über einen Brand hier an der Elberfelder Straße. Nachdem die Feuerwehr in das Haus eingedrungen ist, haben sie insgesamt 5 tote Personen in dem Haus gefunden. Und die Umstände sind im Moment noch unklar. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, ergaben erste Ermittlungen, dass die Opfer nicht durch das Feuer gestorben waren. Nach vorläufigen Erkenntnissen könnte es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid handeln. In der Familie soll es seit geraumer Zeit Streit gegeben haben. Der Tatort in Radevorm Wald in NRW wurde daraufhin weiträumig abgesperrt. Bis in die Nacht hinein arbeitete die Spurensicherung vor Ort. Wir sind natürlich tief getroffen, betroffen und auch schockiert. Aber wir müssen jetzt alles Weitere abwarten, bis wir weitere Details zu dem Vorgang selber haben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde eine Mordkommission eingerichtet.